Da. Guter Kopf, böser Kopf. Da lang. Das hat auch jeder das Auto hier. Sehr gut. Always room at this party for more. Oh, and if you need me, just call. Okay. Ever been in a coma? That's Johnny. Imagine the worst night of your life, playing on loop. One night your soul's finest, serving and protecting the people. Next thing you know, Joe Shitbag and his Mary Band of Fuckwits show up. So you do your job. But then, of course, your job gets harder. They send in Joe Shitbag's big brother. And maybe you get a little too enthusiastic, because maybe you don't understand just how flammable dark matter is. And poof. A year of your life goes up in smoke. You wake up to find they've replaced you with a machine. Some call it progress. I call it bullshit. Good to know there's people out there who agree with me. Now I'm locked, loaded, and ready for revenge. You know, just as soon as they take out my catheter. Johnny Gat, okay. Good Cop, Bot Cop, nicht Bad Cop. Verlesen. Shotgun. This is Superintendent General Chief Bot. Get your ass in gear. We got a crime already in progress. All right, all right. Remember, I don't work for you. I work for Persephone. And the only reason I'm doing this is because someone owes someone a favor. Yeah, and that means, at least for the time being, you do work for me. So let's quit the guff, huh? Can I ask what this is about? KW Robotics is introducing their newest prototype. RookieBot. Okay. RookieBot features an artificial neural network that learns by observing. RookieBot is currently observing you. Hi, Mr. Gat. Great. My two least favorite things, partners and machines. We hope that by observing you, RookieBot will be able to add a human touch to Seoul Metro. Or maybe you just hire some humans. Ha ha. Are you joking? Humans are emotional, unpredictable. Just play ball with me here, okay? Okay. I've noted the area for repair. Das hier. Kein elektrisches Auto, oder? Vom Sound her. Was hat er? Das ist eine Spezialfähigkeit. Moment, einmal kurz reingucken. Das ist ein Ult. Wo er dann automatisch Sachen invisiert, okay. Wir kriegen das ja eh gleich alles noch zugeteilt, ne? Das können wir das dann noch angucken. Muss das nicht vorher schon lesen? Aha, er kann auch Wände hochklettern. Waffe Bleispucker. Gat nutzt eine hochenergetische Flinte, die Kugeln verschießt und bei mittlerer Reichweite hohen Schaden fischt. Achso, also Slug-Munition sozusagen. Kugeln verschießt. What am I looking for? Waste Control Ordnance Violation. Some Scuzzbucket failed to dispose of food waste in a standard 10-liter plastic bag. Although it appears the perpetrator has fled the scene of the crime. I ain't worried about that. In case you haven't noticed, I'm dealing with Legion at the moment. Yep.
So. Schlecht. Schöne Flinte. Wie viel Reichweite? Ja. Hope that was informative for you. What's next? Parking duty? Yeah. Keep up with that tone and I'll bust you down to animal control, smart guy. What am I supposed to do when I get there? It's not like I'm carrying a ticket book. I'm not even a cop anymore. You'll wait for the perp to return to his car. Then you'll approach him about his parking violation. Then, you know the script. He'll say, come on, buddy. How about giving a guy a break? You'll say, hey, pal, I'm just trying to do my job here. Then he'll call you a fascist or a loser or a soulless sack of shit. Okay, okay, I think I get it. Wo will er mich lang schicken? Have a good day, Agent. Also ganz so viel Reichweite habe ich auch nicht. Okay. Schöne Kunst. That it? Really? Das, ja. Gets schießt mit seiner MP und versucht hohen Schaden in einem kegelförmigen Bereich. Mehr nicht? There it is. Clearly a violation of Article 32, Subparagraph 4. Yeah, yeah, yeah. Well, Legion is here too. Nicht schlecht. Okay, I don't got a ticket for this car, but I do got bullets. Reicht das nicht? This isn't gonna make me sterile, is it? Ist Halle? Oh. So, Chief Bot, are you intentionally leading me to Legion? Are you questioning my integrity? Maybe I am. You have problems with me, go crying to HR later. Right now, I need you to do your job. So what do we got next? Check forgery? No. Public urination. Of course. Need a pick-me-up? Look at all the horses I've got. Ich finde das merkwürdig, dass das Auto mit mir redet. Kleinen One-Linern irgendwie. Jetzt was. Schon gezählt, ja? Okay. Strafe den Wildpinkler. Bestrafen Sie den Wildpinkler, hm? Gehen wir hin. Interessant, dass Johnny Gat über ist, aber es hat anscheinend gar keine Verbindung zur Saints Row, ne? Mayhem-Fähigkeit, Kanonisierung. Gat ballert mit seinen tödlichen Handwaffen. Für die Dauer der Fähigkeit ist Gat immobilisiert, erfasst aber Ziele automatisch. John Woo halt. So. Gegner? What a surprise. Legion. Yep. You wanna mess with me? Ah, mit Tauben. Das ist das. Oh, wie lange hält das an? So viel Loot hier überall jetzt, ne? Trespassing, I need you to check out. Yeah, yeah, I'll head there now. Yeah, yeah. Da lang. Mr. Gat, okay. It's me, Rookie Bot. I'm using a private channel. What do you want? Mr. Gat, my pattern recognition function predicts that there may be Legion presence at the next location. Ah. Yeah, I know. My human brain picked up on that too.
Also, I have detected micromodulations in Chief Bot's voice. I am sensing that he is not being entirely honest with you. You think? Yes, I do. Look, I can handle myself. I just want to finish this out so I can get back to my real job. Affirmative. Chief Bot, this better be the last one. Yes, I think we, I mean, Rookie Bot has learned just about everything we, she needs from you. Whatever, I don't give a shit. I just want you to be honest with me when this is all over. Are you questioning my integrity? Yeah, I am questioning your integrity. I kissed her. Cool. Was hatte er? Macht mehr Schaden gegen Rüstung, ne? Hm. Wo willst du hin? Ja, viel Schaden macht's nicht, ne? Eine Spezialfähigkeit hier. Also normaler Schuss macht so viel mehr als... Warum macht der eigentlich so viele verschiedene Waffen? Also Handfeuerwaffen meine ich. Direkt neben dir. Ach, man kriegt auch mehr Leben und so? Ah, war dir aufgefallen? Mal her. What the fuck is this all about? We've been gathering telemetry data, creating a situational decision-making model based on you. Soon, we will integrate this GAT AI into our new fleet of cop officers. So, there'll be a whole army... of me? That's right. About fucking time! ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Yeah, get. War gut. Ah, und er kriegt... Störung des Friedens. Es besteht eine Chance von 30%, dass Gets hinter einen getroffenen Feind stört. Aha, dann kann er nicht angreifen, ne? Sich noch bewegen. Hm. Wir haben Zaster. Eine Menge. Können wir direkt hier zurück ins Ark? Die Ark? In den Ark? Ja, erzähl, oben. Neue Einsätze verfügbar. Gut. Ach, mache gerade keinen Einsatz. Ja. Gunpowder was first used for fireworks. I say we modernize that tradition. Nothing says Happy New Year like a 40 Megaton Airburst. Okay. So. Welches Level sind wir denn jetzt hier? Kann ich das irgendwo sehen? Ja, nee. Da unten ist die VR-Lounge, das ist auch neu. Da oben ist auch was Neues, Vehicle Bay. Gehen wir mal da zuerst hin. Besuchen Sie die Garage, genau. Still can't believe I work. Ah, there you are. Please, tell me, is it true? I heard you used a civilian vehicle to chase after that dynamo. Why? Did I do something wrong? Einsammeln? Goldener Gott. Look, promise that you will never insult me again by choosing anything but a certified quarter-mile masterpiece for your transportation needs.
Ja, mal gucken. Fahrzeug auswählen. Natürlich kommst du zu mir. Hier baue ich nicht nur Fahrzeuge, sondern echte Kunstwerke. In der Garage kannst du alle meine meisterlich gefertigten Fahrzeuge kaufen und deinem Team das perfekte Agentenfahrzeug bieten. Du kannst sogar eine eigene Lackierung wählen, um Legionen in Sachen Stil zu übertrumpfen. Diese Fahrzeuge sind ausgezeichnet, nicht wahr? Sind jedoch nicht einfach zu bauen. Viele sind noch ein wenig experimentell. Sammle Fahrzeugblaupausen ein und hilf mir, die schicksten neuen Agentenfahrzeuge zu bauen, die du je gesehen hast. Nun gehe bitte pfleglich damit um. Nur gehe bitte pfleglich damit um. Inhin sind sie meine Babys. Ist jetzt nur ein Auto. Ah, okay. Wir haben schon Blaupause für irgendwelche Sachen bekommen, aber wir brauchen für einige Sachen mehrere Blaupausen. Dafür brauchen wir 7 verschiedene Blaupausen. Das ist ja... Ja. Die brauchen wir nur jeweils nur einen. Ja, gut. So, hier fahren wir einen Skin. Aktiviert, ja. Das sieht nicht golden aus. Sieht auf jeden Fall besser aus als das Standard. Daisy, was? Daisy war es nicht einer der... Ach hier, Getz Auto können wir auch kriegen. Okay. Quellenkarte. Okay. Also so gibt es hier auch spezielle Autos von den Helden. Und dieses Zeichen hier neben Getz Ding, Dings da. Ich glaube, das heißt, dass es DLC ist. Also Get war auf jeden Fall auch DLC. Für das. So. Dann, ja. Safe wird auch DLC, oder? Also Kinsey Kensington, oder wie sie hieß. Besuchen Sie die VR-Lounge. Empfindet virtuell trainieren und Belohnung, aha. Hey, hey, hey! Oh man, you won't believe this! Das Mixer, ach hier. Who knew a guy? And he hooked me up with some of the hottest VR enhancements. The Rec Room has all kinds of new shit. So, yeah. Swing by whenever. Peace. Hallöchen, was geht ab? Wir sind hier in der VR-Lounge. Möchtest du dein Team auf den Prüfstand stellen? Ja, Ausrüstung ausprobieren? Ich möchte einfach nur einige meiner neuesten VR-Trainingsprogramme abschließen, die ich zusammengestellt habe. Häng dich rein und lass es krachen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Mixen für meine Sammlung. Während du es da draußen Legion bekämpfst, nutze ich die von dir gesammelten Daten über neue Feinde, um meiner Playlist weitere VR-Trainingsprogramme hinzuzufügen. Stell dir die VR-Lounge einfach wie ein Spiel vor, in dem du das beste Punktzahl holen musst. Okay. Das machen wir alles mal später, denke ich. Okay. Oder muss ich? Gut. Einsatzbesprechung dann. Gut. Erstmal das Team ändern irgendwie. Bevor ich jetzt hier irgendwo runtergehe. Kann ich das Team ändern? Team. Kann ich gerade nicht. Activity reported. We're detecting a massive surge in the Sol energy grid. The source is the fusion reactor exhibit. Gremlin thinks Hammersmith is the most likely culprit, and Rama confirmed he is now in Sol. Hammersmith is the nom de guerre of Magnus Thoresen, a designer of weapons. At one time, he sold his services to the highest bidder. Allegiance or ideology did not matter, only his passion to create. Then one day, he simply vanished. Dr. Babylon thought he could force the Swedish upstart to work for Legion. But coercion was unnecessary. Thoresen was eager to join the Ministry of Pride. They were a match made in heaven. Mm-hmm. Whatever technological monstrosity he plans to unleash, you must stop him. Ja. Schick, schick. Ja, wenn wir den ausschalten, dann haben die keine guten Waffen mehr, auf jeden Fall, ne? Geheimdienststatus?
Stufe 6 sind wir schon. Ach ja. Wann kriegen wir denn diese... War dann... eine der Sachen hier oben war das, ne? Wollten wir nicht irgendwo auch neue Upgrades kaufen für die gesamte Organisation? Ab 7. Nee, das ist... Geheimdienst, hier. Aha. Oh, was ist das? Die sind ab 6. Die anderen sind dann ab 10, 14, 18. Handbuch. Kampftaktik und Duo. Kostet 14.000. Dafür brauchen wir also unser Geld. Erhöht die Scan-Reichweite. Ah, genau. Sowas habe ich gesucht. Der Scanner kann uns Schatullen im Umfeld finden. Erhöht das stündliche Einkommen. Haben wir denn jetzt schon stündliches Einkommen? Die Abklingzeit von Spot- und Nebelwand werden verringert. Alles gut. Also, warte mal. Machen wir jetzt mal den Scanner besser. Hiermit und hiermit. Dann können wir das da immer noch nehmen. Bam. Geht nur noch das da. 22.000. Wenn wir das nächste Mal hier sind, machen wir das dann. Gern Reichweite und wir sehen Sachen endlich durch die Wand. Ich vermisst. So. Einsätze? Muss ich denn hier einen Einsatz nehmen, um es runterzugehen? Das da, ja. Ah, jetzt ist das. Team bearbeiten. Wir wollen dich nie wiedersehen. Wahrscheinlich. Mal gucken. Nehmen wir da mal Get. Nehmen wir hier mal Rama. Und in der Mitte Lazarus. Alle Stufe 2. Also leveln müssen wir die auch noch, ja. Get out of hell. Weißt schon, was ich als erstes haben will? Ne Magnum? Okay. Haben wir auch noch nichts? Okay. Lazarus. Mhm. Mystica. Attack on Titan. Cool. Drohnen müssten eigentlich auch anders aussehen, das ist ja cool. Vision, okay. Achso, die Drohnen kann ich hier ändern. Oh ja, Fleischpuppen. Blumenlichter. Ah, cool. Gut, kommt noch. Haben wir was für Sie? Solchen Doktor. Oh ja, schick. Hier irgendwie nur so komisch von der Seite. Sieht man natürlich nicht so viel. Sturmgott. Da gibt nehmen wir erstmal solchen Doktor und Donnerbogen. Nehmen wir das dazu. Dann würde ich sagen, starten wir. Wohin ist das? Immer ein höher. So. Wenn es nur ein bisschen mehr Erfahrung gibt. Aber hey, wir probieren es mal aus. Wie schwieriger das denn jetzt wird. Everyone ready? Be nice to stretch my legs and kill some things. We are all coming back alive, understand? Na gut. Was ist denn, dass Lazarus und Rama die gleiche Stimme, also den gleichen Voice-Actor haben? Hört sich ein bisschen ähnlich an auf jeden Fall. Nur halt mit Dialekt und ne, Aussprache und so. Also es ist verschieden genug, dass es mich nicht stört, aber... I wonder what Legion has been up to. Sieht das nicht genauso an? Today is not your day. Mit Dialekt und so? Ich weiß nicht. Kann sein, muss nicht. You bring me joy. Nee, schon ein bisschen anders, okay. So. Startpunkt des Einsatzes. Stolzer Strahl. I am ready. Perfect. Proceed to the fusion reactor exhibit. The location is on your map.
The site will appear to be under construction, but somebody got the reactor working. That would be Hammersmith, correct? That's Gremlin's theory. She's here to provide technical support. Hey there, it's me. If I'm reading these schematics correctly, we should start from the bottom and work our way up. Don't worry, the damage is... minor. Have fun out there. Legion, no surprise. Auxiliary Pavilion, home of the sonoluminescent exhibit. Autos zerstören ist nicht so ihr Ding. We're sorry, this exhibit is currently under construction. We are working very hard to create a delightful experience for energy consumers of all ages. Achso, weiter rein. Let's start with the acoustic doohickey at the bottom of the reactor. It's a big, round, glowy thing. Achso, jetzt habe ich gar keinen, der in der Luft chargen kann, ne? Ich hoffe, das braucht man nicht für irgendwas. An explosion has occurred. Ooh, let's check it out. Bitte sterben. Uh-oh, Legion's overloading the reactor. That control unit's all blown to hockey sticks. We better have a look at the transient cavitation chamber. Most definitely. Should be further up a ways. Don't know how the heck they got this contraption working. Yes, I would like to know that as well. Doch, das ist doch. Weiß nicht. Cavitation chamber. It is either them or me. Hey. This is most concerning. Oh no. Oh boy, this one's overloaded too. Glad I'm not standing next to that thing. Should I move? Do you have a theory? Either Legion wants to blow up half the city, or they're diverting the power somewhere. Perhaps both. One never knows. Legion is deploying Hell Troopers to secure the building. They're coming in through the roof. Good. I will be ready for them. At the tippy top is where it all hooks up to the grid. Better check it out. Einen erwischt. Wie komme ich da hoch? Da lang. Maybe they didn't. Der Bogen macht Sounds beim Aufladen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Warum bin ich schon beschädigt? Wow, ist das die Schwierigkeit? Was es direkt schwieriger macht hier? Oh ja, die haben viel mehr Leben direkt. Hoppe. Man hat direkt hochgehen. Aber mit ihr habe ich gar keine Probleme anscheinend. Need a sec to recharge. Len. I feel I have improved. Kriegen denn alle jetzt Levels? Nee, die alle gleich nicht. Warum überlebst du so einen Schuss? The area is secure. Let's have a look at that control unit. This one looks like it still works. Ich find's erstaunlich, dass das jeder Charakter vertont ist bei der Mission jetzt gerade. Also egal auf welchen Charakter ich wechsle im Prinzip. Die haben immer eine Antwort auf. Das von draußen. Nice work, Gremlin. Bei 15 Charakteren ist das eine Menge. They must be routing the power to the planetarium. Hey, they're putting on a light show. Can we check it out? Let's get going. What could Legion be doing at the planetarium? They want to take photos of Uranus? Ha! That's funny! I don't mean to be a prude, but please, no jokes about Uranus. Besides, the proper pronunciation is Uranus. It's a dactyl. Sorry, Friday. Hey, I'm picking up some weird fluctuations in the gravitational field.
It appears to be localized above the planetarium. Whoa, it's a tractor beam. What do you think they're tractoring? Uranus. Let's knit this in the bud, shall we? geht's irgendwie weiter? Uns hier komplett oben drüber bewegen? Und dann wäre das da drüben jetzt. Was ist das überhaupt für ein Partybereich? Einer hier? Komme ich darüber? Ohne Charakter, der nach vorne dashen kann. Ganz knapp, glaube ich. Jawohl. So, ich habe einen Scanner jetzt, ne? Das heißt, wenn hier Kisten sind. Keine. Würde ich die mit dem Scanner direkt erkennen können. Hier hoch irgendwie? Mhm. Hätte eigentlich ein Auto rufen sollen, ne? Inventarium. You're approaching the planetarium now. We've confirmed Legion forces have taken up positions around the facility. You should expect to face some resistance. What a lovely surprise. The agents of mayhem. Oh. Hammersmith? This is a secure channel. You think too highly of your technological prowess. Do I have to come over there and kill you myself? Nein, hey, die kommt zu dir. Happening in that outdoor theater area. Why, yes. I turned this planetarium into my very own tractor beam control center. Agent, we need access to those controls. I've marked the location. Oh, good. Da hinten ist Loot. Ist aber ganz schön weiter scannen, ne? Voila. Das da habe ich gesehen, okay. This is nice. Was ist das hier? So einfach nur hochkommen. Was haben wir denn hier Inventar? Funktionstechnologie. Was haben wir denn hier bekommen? Ich weiß immer noch nicht, welche Taste ich dafür drücken muss. Ich wusste das mal aus. So eine Kugel raus. Ey, ich muss vielleicht einfach mal in die Steuerung gucken, ne? Tastenzuweisung? Ich hätte irgendwie erwartet, dass mir das automatisch hier Y. Y ist eine doofe Taste dafür. Na gut. Probiere ich das demnächst mal aus an irgendwas. Dinger sehe ich nicht durch die Wand, ne? Brauche ich dann später noch ein Upgrade oder? Oh, shiny. Das ist generell nicht zu sehen. Scheint das nur für Tests zu gelten. Armas Gadget? Brücke? Was? Da ist noch was. Ganz kurz gucken in die Gadgets. Was bekommen? Armas Gadget? Brücke? Oder nicht? Kann ich... Achso, ich kann hier auch Sachen ausrüsten vielleicht schon, ne? Besserung? Oh, was ist das? Wirklich. Die hat keine Teamsachen. Mehr Reichweite. Neuerungen Spezialfähigkeit. Prozent Heilung, maximale Gesundheit per Rückkehr der. Boah, das klingt gut. 3% jetzt? Ne, 1,5. Ich bin noch nicht fertig. Kernverbesserung. Ja, mal ein bisschen was. Ein mehr Munition, klingt gut. Nahkampf macht das. Ah, das ist, was ich vermutet habe. Okay. Klingzeit ihrer. Na, ist okay. Mal den hier machen. Nahkampf ist auch nicht so wichtig.
nächsten Agenten direkt mal. Johnny Gat. Verschanzung. Ja, das da. Nebelwand macht Zeitschaden. Zwei solchen Pfeile bei Mayhem. Also wenn ihr Mayhem bereit ist, macht ihr spezial mehr Schaden? Klingt gut. Kommt drauf an, wie viel mehr, aber ja, warum nicht? Hab's ja. Ja, er hat noch Gadgets. Ja, stören. Gut. Hat also auch Sachen. Bogenschützenring. Schneller aufladen, Reichweiten. Ja, machen wir. Passiv. Die Rüstungsmodifikation erzeugt entfällt, dass Rama und ihre Teamkameraden heilt. Wenn sie bei einem Feind einen kritischen Treffer landet. Ach was. Klingt gut. Das war Ramas Brücke. Diese Rüstungsmodifikation verlängert die Dauer von Ramas Zeitschadeneffekt. Die habe ich noch nicht, ne? Nur der Ult? Ja? Achso, hier könntest du was anderes. Also das hier macht, wenn ich... der Spezialangriff. Ich werde geheilt, wenn ich das benutze. Aber ich habe jetzt die Heilung geskillt, also brauche ich das theoretisch nicht mehr. Könnte ich jetzt... Befähigung. Befähigung macht, dass ich mehr Schaden mache. So. Nein, nicht da rausgehen. Noch Skillpunkte verteilen, verdammte. Nicht bei ihr. Da. Mehr Waffenschaden fürs Team. Sehr gut. Nahtoderfahrung. Was ist Nahtoderfahrung? Kritischer Schaden für sich selbst. Und Nachladegeschwindigkeit. Okay. Erstmal Waffenschaden. Später in andere Sachen. Verringert die Dauer von negativen Schaden zu wirken. Ich glaube, das nehme ich. Verringert die Dauer, Zeit zur Scharfschaltung der Falle. Von beiden Fallen nehme ich an. Zeitschadeneffekt. Erstmal Teamsachen. Ich kann ja jederzeit hier zurücksetzen. Lazarus hat nichts fürs Team, ne? Während alle anderen bisher immer was fürs Team hatten. Da ist eine Kiste. Verdammt. Ja, das ist ein bisschen, dass wir diese... Ja, das ist ein bisschen, dass wir die Kristalle nicht sehen können. Wo ist denn hier? Kiste? Hier. Beautiful. Da. Bauen. Oh, gut. Ja, Befähigung. Läuft. I hope it's not on your anus. Average temperatures are negative 216 degrees Celsius there. Oh, do behave yourselves. So, das ist das Planetarium. All right, let's secure the area. Lebst noch? Access those tractor beam controls. Oh.
Whoa! Is that the Cermak Comet? Hey, Hammersmith! What you doing with that comet? I can't divulge my secrets, but let's say it's of relevance to my current employer. Whatever's in that comet, we don't want Legion to have it. Oh, really? And how exactly do you plan to stop me? Nanomachines, son. Feinde mit Schild. Manche Feinde haben eine zusätzliche Schutzschicht, sich regenerierende Schilde. Geht mit der Spezialisierung Schildknacker fügen Schilden mit Bonus, Ziel mit Schildbonus an. Hab ich so einen? Nee. Das hier irgendwo direkt? Ja. Ah, zurück. Die hat negative Schadenseffekt. Rüstung. Rama kriegt das später. It's Hammersmith. He routed the controls over to that field console. Shut it down, Agent. So we need to deactivate this tractor beam. Wird auch so oh, gehen. Please, don't flatter yourself. My hell troopers and I will make short work of your underlings. Besides, how will you get past my sheep? Das kennt Schaden? Jetzt hast du einen Cooldown. Okay. Wechseln. Okay. I believe I can access this console. Whoa! Okay, time for plan B. Feinde mit Rüstung. Manche Feinde haben eine zusätzliche Schutzschicht aus Rüstung. Agent mit der Spezialisierung Rüstungsbohrer fügen Zielen mit Rüstung Bodenschaden zu. Also Get und Platz. Your meddling was amusing at first, but now you're becoming a nuisance. Damn it! He rerouted the controls again. He's running out of consoles, Friday. We'll have this tractor beam down in no time. Are there any other planets we could learn about? The mysteries of Uranus, I mean. Yes, the shield is down. Go for it. Now's your chance. It is all in the timing. Sehr gut. Touché! How dare you! This is no mere tractor beam. This is the Hammersmith Graviton Induction Resonator. We're almost there. Keep the pressure on. Hoppala. Hoppala. Warum krittet das nicht? Alle fünf. Damn. Jetzt Befähigung bekommen? Nee. Warum krieg ich keine Befähigung? I learn from each defeat. Our next fight will be your last. Until we meet again. Time to shut this whole thing down. Das hier, ne? Yeah! We turned off the tractor beam! Brilliant work. Now to figure out why Legion wants that comet so badly. Don't be so pleased with yourselves, Mayhem. You are not going to like Plan B. Mhm. Wer wäre? Yeah. Stolzer Strahl, wie gerufen. Status abgeschlossen. Ja. Okay.
Wagenrad. Diese Rüstungsmodifikation gewährt Eile, wenn Ramas Schilder aufgebraucht sind. Ja. Oh, nicht schlecht. Verstärkter Sturmangriff. Für die Spezialangriff besteht eine Chance von 12%, dass Feinde zurückgestoßen werden. Will ich das? Nein. Und Waffe. Lazarus Nanomaschinen verursachen umso mehr Schaden, je länger sie an einem Feind angeheftet sind. Das klingt. Auf jeden Fall, sehr, sehr dots. Gefällt mir. So. Machen wir jetzt noch? Ja, ich muss. Da, Karte. Ist hier in der Nähe irgendwas anderes außer der Einsatz? Jetzt. Hier machen wir mal so einen Lauf. Der Rama. Die blauen Sachen sind so Nebensachen, ne? Und die anderen sind so halbe Hauptaufgaben hier. Oder die Hauptaufgaben. Nächster. Long ago, the ancient Greeks worshipped Uranus. Das heilt. We know Uranus is the seventh planet from the sun and the third largest in our solar system. Heilung klingt gar nicht schlecht. In March 1781, habe ich bis jetzt nicht gekrittet? Astronomer Sir William Herschel observed Uranus through his telescope. Sie bei einem Feind einen kritischen. Haben wir jetzt, ne? Oh nein. Da will ich. I don't fear more enemies. Ja, Anus Jokes, wirklich. Oh Mann. Welche? Das ist ein Kristall irgendwo, oder? Oder was ist das für ein Geräusch? Oh ja. Such a beautiful little gem. Noch ein bisschen Truhen einsammeln. Oh, gut. Wie komme ich da hoch? Muss ich jetzt das Gebäude und dann. Wie komme ich da hoch? Hier keinen, der ein bisschen in der Nähe ist. Ich wollte mal ganz kurz noch irgendwas Kleineres machen. Das da vielleicht? Oder was auch immer daneben ist. Gut. Ich jetzt rausgefunden, ob ich da hochkomme. Ist auch schon wieder, weiß nicht, 10 Minuten von oben. Das sieht auf jeden Fall schneller machbar aus. Halt noch unser Mayhem-Leiste. Das hier? Okay. Ah, jetzt habe ich was anderes gestartet. Na gut. Muss ich. Komme ich denn da am Fahrstuhl? Da ist ein Fahrstuhl. Na gut, dann machen wir jetzt das mit Gremlin. Da kriegen wir kostenlose Gadgets, ne? Wenn wir Gremlin jetzt hier Sachen machen. Dinger, die ich eh nicht vorhabe zu benutzen, die Gadgets, ja. Yo, namaste, Rama. It's me, Mixer. Namaste. So, I found those records you wanted. But I gotta know, how did you get into Kronk? I interned at the CDC in Atlanta many years ago. A colleague introduced me. Sweet. Keep it Kronk, Rama. Kronk? Musikrichtung, oder? Mine now. So, da muss ich rüber.
Ja. Soll ich denn? Das ist ja nervig. Komme ich denn da jetzt klug hoch? Ich jetzt. I'll keep this. Da ist noch irgendwas. Komme ich denn gut die Gebäude hoch? Gibt es irgendeinen Helden, der fliegen kann oder so? Was Sinn macht? Bitte. Doch, ganz knapp. Don't mind if I do. Hammer Gadget Dauerfall. Ach, die kriege ich hier einfach so? Wenn ich hier gelbe Kisten finde? Gadgets? Ist ja super einfach. Dauerfall. Mal kurz einmal reinschauen. Ja. War so ein Gadget? Einfach so? Ist ja nicht aufgeladen, verteilt Ramas Fall seine Energie im Körper des Tieres und verursacht Zeitschaden. Ja, mach mal. Besser als ein bisschen schneller aufgeladen zu sein, aber weniger Reichweite zu haben. So, da muss ich noch hinkommen. Und da hinten. Hoppala. Komm ich da rüber? Ja, ne? Ja. How nice. Komm ich dann wieder zurück, wenn ich da jetzt runterspringe? Ja, doch. Ich glaube schon. Perfekt. Wo war das? Bei der Kiste irgendwo. Bei mir? Da hinten. Da ganz anderes Gebäude auch noch. Yep. That's the last one. I'll be waiting inside to say howdy in person. Howdy. Müssen wir nicht noch erst verteidigen oder sowas? Fantastic. Come on inside and I'll have something for you. Der Bogen ist sehr laut, auf jeden Fall. Den würde ich nachher wieder ändern. One goodie bag coming right up. Ja. Treffen mit Gremlin abgeschlossen. Gremlin-Technologie am Treffpunkt verfügbar. Ich irgendwas geschenkt bekommen. Und eigentlich mag zurückkehren hier auch. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Rest in einer anderen Folge. Bis dann.